Im Februar und im März sind die Börsen noch eingebrochen, aber jetzt haben wir schon wieder eine ordentliche Erholungsrallye, die eigentlich auch kaum noch zu bremsen ist. Heißt das, man soll jetzt wieder einsteigen, man soll jetzt wieder Aktien kaufen, oder ist das hier gerade die schwachsinnigste Rallye aller Zeiten und das dicke Ende kommt erst noch? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Wir sind mitten in der Coronavirus-Krise. Das heißt, wir sind auch in einer Wirtschaftskrise, die so schwer ist wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Und das Ausmaß von dieser Krise und der Schaden, der dadurch entsteht, der ist eigentlich auch noch gar nicht absehbar. Aber trotzdem haben wir an den Börsen eine starke Erholungsrallye, die auch schon seit einem guten Monat läuft und die auch wirklich relativ robust ist. Und viele stehen aber noch als Zuschauer nebendran und sagen, das ist doch Schwachsinn alles. Wie kann man in so einer Situation, wie wir sie momentan haben, Aktien kaufen? Haben die Pessimisten da recht? Das ist die große Frage, würde ich sagen. Es ist auch eine Frage, die sich nicht leicht beantworten lässt. Aber wir werden uns jetzt ranarbeiten an das Thema. Ich konzentriere mich jetzt mal auf den US-Aktienmarkt. Das ist zwar auch ein spezieller Markt natürlich mit Eigenheiten, aber die Wall Street ist einfach nach wie vor die Leitbörse der Welt. Gut, Sie kennen ja die Sprüche von vielen Anlageberatern, von Finanzentertainern, auch hier auf YouTube. Krisen sind Chancen, jetzt sind Aktien günstig, jetzt muss man kaufen. Hat vielleicht vor einem Monat noch gestimmt. Es gibt Einzelaktien, die sind auch sicherlich immer noch sehr günstig, sind aber wahrscheinlich oft auch Aktien von Unternehmen, die unter der Krise wahrscheinlich besonders schwer leiden. Wenn man jetzt den Gesamtmarkt mal nimmt, dann ist der keineswegs günstig momentan. Also der breite Standard & Poor's 500 Index zum Beispiel, der notiert ja momentan wieder nur 14% unter seinem Allzeithoch. Oder noch besser, Nasdaq Composite Index, der ist sogar nur 9% unter seinem Allzeithoch nach dieser Erholung, die wir jetzt gehabt haben. Und diese Allzeithochs, die waren ja schon umstritten, das waren ja Schönwetter-Rekordhöchststände. Und von daher muss man sagen, das Argument, dass man jetzt billig Aktien kriegt, Aktien kaufen kann, das ist zumindest für den US-Markt keineswegs stichhaltig. Was auch viele zurückschrecken lässt, ist natürlich der genannte wirtschaftliche Schaden. Wie gesagt, ist noch gar nicht absehbar, wie schwer das alles wird. Es ist ja durchaus auch möglich, dass die Krise jetzt die Weltwirtschaft so hart trifft, dass da jetzt auch systemische Krisen entstehen. Das wissen wir momentan noch nicht. Es ist aber denkbar, theoretisch. Und allein diese Möglichkeit oder dieses Risiko spricht ja auch schon dagegen, dass man sich jetzt schon ganz begeistert wieder eindeckt mit Aktien. Und davon mal abgesehen, wir haben weltweit natürlich eine steigende Verschuldung durch die Krise, also stark steigend bei den Staaten, bei den Unternehmen, bei den Privathaushalten, und die wird auf jeden Fall kommen. Und das dritte Argument gegen die Rallye, das ist ein charttechnisches Argument in erster Linie. Also viele Charttechniker sind der Meinung momentan, dass die Rallye, die wir da gerade haben, einfach eine Bärenmarkt-Rallye sein könnte. Also Bärenmarkt, in Bärenmärkten gibt es fast immer auch Erholungsbewegungen und die fallen teilweise auch sehr stark aus. Das muss dann aber nichts heißen, weil sie irgendwann dann auch wieder in sich zusammenfallen können. Hier haben wir zum Beispiel eine Grafik von Wells Fargo, die habe ich gefunden auf marketwatch.com. Das ist der S&P 500 Index seit Mitte Februar und der wird über den gleichen Index gelegt, wie er sich entwickelt hat in der Finanzkrise 2008. Und was dabei wichtig ist, es ist eben auch 2008, 2009 nicht permanent in einer Tour nach untergegangen, sonst hat auch da Erholungsversuche gegeben, was aber nicht hieß, dass der Bärenmarkt damit dann schon vorbei war. Und die Entwicklung zwischen heute und damals ist natürlich nicht deckungsgleich, aber trotzdem könnte man die momentane Rallye immer noch
als mustergültige Bärenmarktrallye auch durchgehen lassen. Das Problem ist natürlich mit der Charttechnik in so einem Fall, sie hilft uns nicht wirklich, wenn wir rauskriegen wollen, haben wir jetzt eine Bärenmarkt-Rallye oder dreht der Markt jetzt wirklich nach oben. Das merkt man dann nämlich meistens zu spät. Also ist zumindest mein Eindruck. Vielleicht haben Sie ja Ideen, wie man das charttechnisch gut in den Griff bekommen könnte. Schreiben Sie gern was dazu unter dem Beitrag hier. Aber wie auch immer, also so oder so, trotz aller Probleme, wir haben diese Erholungsrallye ja. Die Anleger kaufen ja Aktien. Die Frage ist nur, warum tun sie das? Und da ist ein Aspekt schon mal, dass man die Krise momentan natürlich irgendwie noch als vorübergehend begreift. Also alles ganz schlimm, aber irgendwann ist es auch wieder mal vorbei. Und die Anleger sehen natürlich die Gegenmaßnahmen in den Ländern, sie schauen auf die Daten von den Infizierten jeweils und sie haben auch das Gefühl, naja, die Maßnahmen scheinen ja ansatzweise jetzt zu helfen und vielleicht gibt es ja auch mal Impfstoffe oder sowas und Beschränkungen werden ja auch peu à peu schon wieder abgebaut. Und das heißt alles vermeintlich, die Lage ist zwar sehr übel, aber sie wird doch jeden Tag ein bisschen besser zumindest. Und an der Börse wird ja die Zukunft gehandelt. Also das ist zumindest die Denke. Und man muss auch sagen, dass die Anleger, die momentan kaufen, ja auch nicht völlig blauäugig sind. Also die wissen ja, dass das alles sehr schwer ist momentan. Also das hier ist zum Beispiel vom 20. April, Ergebnis der letzten Umfrage der Bank of America unter großen Fondsmanagern. Da ging es darum, was glauben die Fondsmanager, wie die Erholung jetzt verlaufen könnte. Das Ergebnis war schon mal, dass 93% von den großen Fondsmanagern geglaubt haben, dass es dieses Jahr eine globale Rezession gibt. Ist vielleicht nicht überraschend, aber zumindest die sind sich auch über den Ernst der Lage natürlich im Klaren. Und hier geht es dann um die Erholung, wie die aussehen könnte. Also wird die V-förmig, also schnell runter, schnell rauf, oder L-förmig, was heißen würde, erstmal gar keine Erholung, sondern die Konjunktur bleibt unten. Und dann eben U-förmig oder W-förmig. Also das wären die durchwachsenen Entwicklungen. Es geht also schon wieder hoch, vielleicht mit dem Wachstum, aber es dauert länger oder es vollzieht sich unter Schwankungen. Und wenn wir die oberen beiden Balken zusammenzählen, dann sehen wir, 74% von den Befragten glauben, dass die eben W-förmig oder U-förmig wird. Und nur 15% glauben, wir kriegen eine schnelle V-förmige Erholung. Und das bedeutet ja, dass auch wenn die Wirtschaftsdaten schlecht werden in nächster Zeit, dass das jetzt diese Marktteilnehmer nicht unbedingt überrascht. Und das bestätigt sich auch immer wieder, also zum Beispiel am Mittwoch, da haben wir ja die Daten zum Bruttoinlandsprodukt in den USA bekommen, erstes Quartal, das ist um 4,8% geschrumpft. Das war damit noch deutlich schlechter, als eigentlich erwartet worden wäre. Aber der Dow Jones Index ist trotzdem an dem Tag um 2,2% gestiegen. Das sind also Dinge, solche Zahlen, das belastet den Markt momentan nicht mehr. Was den Markt treffen könnte noch, also womit laut dieser Umfrage zumindest die wenigsten rechnen, das ist, dass sich die Wirtschaft gar nicht erholt auf absehbare Zeit, also ein L-förmiger Verlauf, weil damit rechnen von diesen Fondsmanagern nur 7%. Das wäre also eine wirklich negative Überraschung, kommt momentan aber natürlich auch nicht zum Tragen, sondern das würde man, wenn, dann wahrscheinlich erst in ein paar Monaten sehen. Was auch noch sehr interessant war in dieser Umfrage, das war, dass diese Fondsmanager eigentlich auch für den Aktienmarkt sehr pessimistisch waren. Also die Cashquote war auf dem höchsten Stand seit 11. September 2001, also noch höher als während der Finanzkrise 2008. Und das Sentiment war auch extrem negativ. Und das ist natürlich eine explosive Mischung. Wenn nämlich die großen Institutionellen ihre Aktien verkauft haben und auf Cash sitzen und dann dreht der Markt nach oben, dann haben die natürlich ein Problem. Als Privatanleger, auch wenn sie verkauft haben, da können sie jederzeit sagen, mir ist das Ganze immer noch zu unsicher, ich investiere noch nicht.
Aber wenn Sie als Fondsmanager untergewichtet sind in Aktien, dann ist die Gefahr, dass Sie jetzt die Erholung verpassen, für Sie natürlich viel bedrohlicher, als wenn es jetzt wieder nach unten gehen würde. Und in dem Moment müssen Sie eigentlich kaufen. Das ist so ein Privileg, das Sie haben als Privatanleger. Als Privatanleger werden Sie nicht an der Benchmark gemessen und Sie sind natürlich auch niemandem Rechenschaft schuldig, außer sich selbst und außer vielleicht Ihrer Frau oder Ihrem Mann, je nachdem. Und dieses Jahr können Sie sogar die Reisekasse einsetzen zur Spekulation, weil Urlaub gibt es eh keinen. Ist doch wunderbar. Aber mal abgesehen davon, also dieser Effekt, dass Heerscharen von Fondsmanagern, die eigentlich pessimistisch sind, überrascht werden von einem steigenden Markt. Das kann schon einer der Gründe dafür sein, dass wir diese Rallye momentan haben und dass wir die auch haben in dieser Vehemenz momentan und vielleicht auch teilweise ohne Bezug zur jeweiligen Nachrichtenlage. Den Eindruck hat man ja teilweise auch. Wir haben also diese berühmte Fear of Missing Out. Die Angst, der Anleger was zu verpassen, die dürfte hier zurzeit schon am Werke sein. Und sowas ist aber nichts, das jetzt von der fundamentalen Lage her begründet werde, sondern es ist nur marktpsychologisch begründet. Und wenn nur das der Grund wäre für die Rallye, dann müssten wir diese Rallye, die wir momentan haben, eigentlich auch gar nicht besonders ernst nehmen. Es gibt aber noch einen Grund für die Rallye und den müssen wir ernst nehmen. Und zwar die massive Reaktion der Staaten und der Notenbanken auf die Krise. Und dieser Grund ist meiner Meinung nach auch der Hauptgrund dafür, dass wir die Rallye haben. Ich habe hier letzte Woche ein Video gemacht zu Gold. Und da habe ich unter anderem auch gesagt, dass zum Beispiel die Bilanzsumme der US-Notenbank in den letzten Wochen schon doppelt so stark angestiegen ist wie in der Zeit unmittelbar nach der Finanzkrise 2008. Und dass sie natürlich auch einen Rekordwert erreicht hat. Und dabei sind ja viele Maßnahmen, die die Fed schon angekündigt hat und beschlossen hat, noch gar nicht umgesetzt worden. Also zum Beispiel auch der Kauf von Junk-Bonds in bestimmten Situationen unter bestimmten Bedingungen. Das hat meines Wissens noch nicht begonnen und trotzdem haben wir jetzt natürlich auch schon wieder einen Run auf amerikanische Junk-Bonds. Wegen der Überzeugung und wegen dem Glauben, naja, die Fed paukt uns da schon raus. Man kann also jederzeit wieder sehr riskante Assets kaufen, man kann schon fast jeden Schrott kaufen wieder. Und das nicht etwa trotz der Krise, sondern ganz im Gegenteil, wegen der Krise. Und dazu kommen natürlich noch die ganzen staatlichen Hilfsprogramme in Billionenumfang. Auch die werden gern wieder genommen. Und dass die Schulden finanziert sind, das juckt ja sowieso auch wieder keinen. Das kennt man ja. Ein Analyst von AAM, der hat zum Beispiel gesagt, auch wenn die Wirtschaft im zweiten Quartal um 1,3 Billionen Dollar schrumpft, also die Wertschöpfung, das wären Wachstumsrückgang von 25%, dann würde das schon aufgewogen werden durch die Hilfsprogramme, die bereits bekannt gegeben worden sind. Die liegen nämlich schon bei 2 Billionen Dollar. Und dem würde ich jetzt noch dazu fügen, dem Markt geht es nicht darum momentan, ob die Geldpolitik und ob die Hilfsprogramme jetzt wirklich alle Unternehmen und alle Verbraucher retten werden. Das ist dem Aktienmarkt völlig egal, sondern es geht darum, dass wir wieder ein Szenario haben wie nach der Finanzkrise 2008, dass nämlich von allen Seiten so viel Geld in die Märkte und in die Wirtschaft gepumpt wird, dass es irgendwann mal schon wieder aufwärts geht und dass gleichzeitig risikolose Geldanlagen wieder entwertet werden bis zum Anschlag. Die Blaupause dafür kennen wir natürlich und der Markt denkt, jetzt hat er das Drehbuch wieder in der Hand. Das ist nämlich dasselbe Drehbuch wie nach 2008. Das ist das Drehbuch für die nächsten Jahre und das sieht natürlich vielversprechend aus. Was sind die Konsequenzen aus dem allen, also mittelfristig jetzt, langfristig? Ich drehe dazu ein eigenes Video demnächst. Ich sage jetzt nur mal so viel. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Neuauflage erleben dieser Geld- und Fiskalpolitik nach der Finanzkrise,
in der man wahrscheinlich auch als Aktionär gutes Geld verdienen kann, die ist relativ hoch. Es wird aber zugleich so sein, dass das Unbehagen an dieser Politik, an den Märkten noch stärker steigen wird, weil die Bewertungen sind jetzt auch viel höher als damals. Und das Zweite ist, dass das Ganze natürlich langsam zu einem Spiel für Idioten wird am Aktienmarkt, weil ja die klassischen Bewertungskriterien, die wir haben als Anleger, die greifen ja in Zukunft wahrscheinlich noch weniger, als sie das bis jetzt getan haben. Und damit muss man klarkommen, das muss man mögen. Und ich persönlich mag es nicht. Ich treffe Anlageentscheidungen am liebsten immer noch auf der Basis von klassischen Kriterien, von Bewertungskriterien, Geschäftsmodelle, fundamentale Perspektiven. Und darum bin ich auch sehr froh, dass es bei Zukunftsmärkten hier in erster Linie um Emerging Markets geht, weil das sind inzwischen wirklich fast die einzigen Börsen, wo die Bewertungen nicht von der Geldpolitik verzerrt werden bis zur Unkenntlichkeit. Und Einstufungen und Analysen zu diesen Aktien und zu diesen Märkten, die finden Sie hier regelmäßig auf dem Kanal. Die bekommen Sie aber auch bei uns durch die Zukunftsmärkte-Reports. Zukunftsmärkte-Reports von uns sind auch komplett gratis. Sie müssen sich nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Also letztes Mal ging es in Zukunftsmärkte-Report zum Beispiel um Alibaba versus Amazon. Was ist die beste Aktie? Davor haben wir russische Ölaktien mal gemacht, wir haben Gold mal gemacht. Am Thema für die nächste Ausgabe, da arbeiten wir momentan noch. Also nutzen Sie die Zukunftsmärkte von uns einfach auch als gratis Informationsquelle. Der Anmelde-Link dafür, also wie Sie an die Reports kommen können, der ist hier auch noch mal unter dem Beitrag. Gut, damit lasse ich es bewenden für heute. Es bleibt natürlich spannend an den Börsen, aber machen wir uns nichts vor. Wir müssen uns informieren, wir müssen am Ball bleiben, wenn wir erfolgreich bleiben wollen. Und in diesem Sinne, bis bald, Dankeschön fürs Zuschauen.